Kapitel 36 Verloren in Wahn und Ewigkeit. Als Kel ankam bei der derzeitigen Basis des Teams, traf er dort bereits die beiden Pokémon an, welche er gehofft hatte zu sehen. Monagoras und Machado erwarteten Kel bereits, offensichtlich erwartungsvoll. Erst jetzt fiel dem Akani wieder ein, was überhaupt die Ursache für seinen großen Kampf gewesen war. Er hatte versucht, Amagagas wahres Gesicht zu offenbaren, war jedoch kläglich gescheitert. Hattet ihr mehr Erfolg als ich? Diese Frage löste sofort eine schlechte Laune bei den beiden Pokémon aus, welche als einzige auf Kels Seite standen. Heißt das, dass du erfolglos warst? Erfolglos ist gut. Amagaga hat die Situation umgedreht. Ich habe ihn unterschätzt. Die Liga denkt nur, dass ich geistig verwirrt wäre und aus Wahn Monagoras befreit hätte. Sie alle glauben seine Lügen, obwohl ich ihnen alles sagen konnte, was Amagaga getan hatte. Aber nein. Monagoras schien zu verstehen. Sie glauben lieber ihrem ach so vertrauten Leiter nicht. Als Antwort sollte ein bloßes Nicken genügen. Na dann, müssen wir Aurora finden. Sie ist diejenige, der die Leute glauben würden. Er wusste selber nicht weshalb, doch Zorn stieg in Kel auf, als er Monagoras so sprechen hörte. Ist das für dich der Hauptgrund? Beweise. Es geht um ihr Leben. Sofort zuckte das Fossil zurück, offensichtlich selbst überrascht von Kels Reaktion. Sorry. Aber habt ihr was herausgefunden? Machado wirkte relativ optimistisch, gerade dafür, wie wenig sie in Wahrheit nun mehr wussten. Die Gegend um den Polarsee ist clear. Wir haben sie zuerst geprüft, nachdem Epsilon mich dort mal als Wache platziert hat. Daran erinnerst du dich bestimmt noch. Auch haben wir bereits eine Vermutung. Zumindest ich persönlich fand nämlich Amagagas Betonung auf die Felsen am Strand sehr eigenartig, als er uns den Unfallort zeigte. Es wäre möglich, dass das Arschloch das nächste Versteck genutzt hat, im Gedanken, dass dort niemand sucht. Dann gehen wir da jetzt hin. Schnell hatte Kel sich im Namen des Teams entschieden. Jedoch traf er auf Widerstand. Es hat wenig Zweck. Ich bin der Einzige, der die Felsen wegschaffen kann, zumindest von uns drei. Und heute schaffe ich das nicht mehr. Bin ich zu kaputt für. Wir können morgen dorthin gehen, gleich früh. Zwar wollte Kel widersprechen, doch er merkte, dass es ohne Zweck wäre. Na gut, aber du kannst schwer hierbleiben, denkst du nicht, Monagoras? Natürlich wusste das ganze Team, dass ihr Leiter recht hatte. Doch Machado hatte bereits geplant. Er kommt mit mir zum See. Vor Sonnenaufgang tauchen wir hier auf, versprochen. Unzufrieden und gezwungen stimmte Kel zu. Hatten sie wirklich so viel Zeit zu verlieren? Was, wenn es diese Stunden waren, die über Leben und Tod entschieden? Trotz allem, obwohl Aurora erst nach einer Woche beseitigt werden sollte, war es unvorhersehbar, wie sich Amagagas Experimente auf sie auswirken würden. Und doch, seine beiden Partner nun verschwunden, blieb Kel nichts anderes als zu rasten. So sehr er auch bereits losziehen wollte, es hätte keinen Zweck. Dort, wo sie suchen wollten, würde er ohne Monagoras Hilfe nicht weit kommen. Und so brach bald der nächste Morgen an. Düstere Wolken verdeckten die Sonne, welche sich am Horizont erhob. Schlaf konnte Kel glücklicherweise finden, genau wie meist. Allerdings alleinig wegen der Schlafsamen, die ihn im Prinzip in die Ruhe zwangen. Sowohl Monagoras als auch Machado waren erneut eingetroffen. Also machen wir uns dann endlich auf. Wir müssen herausfinden, ob wir Aurora noch helfen können. Wieder schien es, als wäre Machado diese Handlung zu überhastet. Was tun wir denn, falls der Strand einen reinverlässt? Sollten wir nicht erst planen? Für diese Angelegenheit hatte Kel jedoch auch das verratene Fossil auf seiner Seite. Gewartet haben wir genug. Planen können wir genauso gut, wenn wir unsere These überprüft haben. Aber hoffentlich auch dann nicht, weil wir sie gefunden haben werden. Endlich, zur Erleichterung des ruhelosen Akani, brachen sie also auf. Er wusste selber nicht weshalb, doch er spürte, dass der Strand eine gute Spur war.
Es gab keine Beweise. Doch sein Gefühl reichte ihm. Heute war der Tag, an dem die Wiedervereinigung stattfinden würde. Und Amagaga würde endgültig enttarnt werden. Heute wird ein großer Tag werden. Größer, als sie alle sich vorstellen könnten. Das Schicksal selber würde sich wandeln. Innerhalb der nächsten 2 Stunden. Die Reise zum Strand verlief recht problemlos. Zwar blickte so manches Pokémon das Team seltsam an. Doch auch wenn sie für die Liga als Feinde galten, traute sich kein Passant, sich ihnen entgegenzustellen. Kel vermutete, dass sich auch das Wort bereits herumgesprochen hatte, was elementarer geschehen war. Und diese Worte waren ebenfalls ein großer Faktor der Einschüchterung. So erreichten sie den Strand nach relativ kurzer Zeit. Nur rund 1 Stunde und 45 Minuten waren seit dem Aufbruch von Auroras Haus vergangen. Was die Gruppe am Strand begrüßte, war genau das, was Machete und Kel bereits einmal erblickt hatten. Ein riesiger Haufen Felsen. Monagoras, du hattest doch, dass du dich hier umkümmern kannst. Dann zeig das mal. Ein zweites Mal ließ sich der Angesprochene nicht bitten. Sofort mit einem mächtigen Hieb zerbarst der erste Felsen. Der erste von vielen. Nach einem kurzen Moment der Ruhe folgte der nächste. Es würde einige Minuten dauern, bis der Weg frei war, das wusste Kel. Umso mehr blieb es zu hoffen, dass die Anstrengung nicht umsonst sein würde. Ungefähr eine Viertelstunde warteten Kel und Machado so, ohne die Möglichkeit, wirklich etwas zu tun. Dann endlich. Endlich zerbarst der erste Felsen, welcher einen kleinen Durchgang ließ. Ein Durchgang in eine Höhle in der Wand des Cliffes. Ein Durchgang, welcher von all den Felsen verdeckt worden war. War dies ein gutes Zeichen? Es wäre ein perfekter Ort für Amagagas schmutzige Absichten. Doch gleichzeitig, wie hätte er in die Höhle gelangen können, ohne die Felsen zu beseitigen? Es gab nur eine Möglichkeit, eine Antwort auf die Frage zu finden. Hinein in die Höhle, wobei Monagoras noch kurz außerhalb blieb, da er aufgrund seiner Größe nicht durch das Loch passte. Nur ein schmaler Lichtschein beleuchtete noch das Innere. Es war schier unmöglich, etwas zu erblicken. Aurora, bist du hier? Als Antwort kam nichts außer dem Widerhall der Höhlenwände. Erst als ein weiterer großer Felsen brach, konnte Kel erkennen, was in dieser Höhle vorgefallen war. Und noch im selben Moment wünschte er sich, diesen Anblick niemals ertragen zu müssen. Aurora war an diesem Ort. Sie hatten recht gehabt. Dies war das Versteck gewesen. Und doch war es umsonst gewesen. Ein regungsloser Körper lag am Boden des finsteren Loches. Ein Vulnona, dessen Körper jede Eleganz verloren hatte. Auroras Mähne fehlte beinahe vollständig. Die Reste des Fells wirkten angebrannt. Graue Splitter durchzogen ihr Fell an jeder Stelle. Von ihren 9 Schweifen verblieben nur 2. An vielen Stellen fehlte das schneeweiße Fell vollständig und zeigte pechschwarze Haut auf. Zitternd näherte sich Kel seiner Freundin. Kein Atem, kein Herzschlag. Sie waren wahrlich zu spät gekommen. Aurora war tot. Endgültig. Waren es am Ende die paar Stunden gewesen, welche sie noch gewartet hatten? Kel nahm nicht einmal wahr, wie seine Begleiter reagierten auf den schrecklichen Anblick, der sich hier bot. Stattdessen dröhnte sein Schädel, Gedanken kreisten, ihm zeigend, was er verloren hatte. Die Stimme in seinem Inneren schrie lauter und lauter mit jeder Sekunde. Doch dieses Mal, anders als die anderen Male, wollte Kel sich nicht widersetzen. Alles, woran er dachte, waren die Worte, welche auch seine innere Stimme schrie. Zerstörung, Kraft, Rache. Rache, Hunger. Hunger nach Kraft, nach Essenz.
Machado entging nicht, dass in Kell vieles vorging. Er selber konnte nicht fassen, dass alles umsonst war und doch, so sehr er auch trauerte, in diesem Moment brauchte Kell ihn eindeutig. Kell, wir sollten gehen. Still. Der Schatten schrak auf, als die verzerrte Stimme ertönte. Das Arcani schien zu brennen. Doch vor allen Dingen schien die Plot-Armor von Rissen durchzogen zu werden. Kell, bleib bei uns, was passiert mit dir? Bevor er eine Antwort bekommen konnte, zerbrach die Rüstung, welche Kell umgab. Flammen hüllten nun seinen ganzen Körper ein. Jedes Haar seines Felles färbte sich golden. Seine Augen verloren alles Leben. Zerstörung ist alles. Tod ist ewig. Der Hunger verzehrend. Was auch immer gerade vor sich ging, es war nichts Gutes. So viel wusste Machado. Und auch Monagoras wirkte beängstigt von dem, was hier nun geschah. Kell, bleib bei uns, Mon, wir brauchen dich hier. Jedoch waren alle Worte bedeutungslos. Es war zu spät zum Reden. Für Kell gab es nur noch einen Pfad. Ich brauche euch nicht. Auch ihr seid Materie. Ihr seid Nahrung. Der unstillbare Hunger des Fegefeuers. Die Realisation kam, Shadow. Monagoras, ich brauche dich jetzt hier. Wie? Wofür? Was hast du vor? So sehr auch Angst seine Gedanken steuerte, Machados Stimme strotzte vor Entschlossenheit. Kämpfen, was sonst? So sehr es schmerzt. Was auch immer das hier ist, hat nichts mehr mit Kell zu tun. Und wenn wir nicht handeln? Ihr denkt, ihr könnt es stoppen. Ihr hättet verhindern müssen, dass ich jemals erwachen kann. Alles wird verzehrt. Blut für den Feuerdämon. Materie für den Unersättlichen. Alles wird brennen. Es wirkte beinahe, als würde Kells Körper sich nach diesen Worten auflösen. Er schien einfach zu verschwinden. Doch statt einem Arcani erschien nun etwas Neues, deutlich Tödlicheres. Starker Wind kam auf, obwohl sich die beiden Rebellen immer noch in einer Höhle befanden. Der Wind brannte auf Machados Haut. Der Schmerz wirkte unerträglich. Monagoras war weniger getroffen durch seine Typen. Schon bald durchzog der Sturm aus Flammen den gesamten Raum der Höhle. Bis zwei blutrote Punkte die Wand der Hölle durchbrachen. Aus ihr heraus trat wieder ein goldenes Arcani, seine Augen nun vollkommen rot. Dieses Wesen zeigte deutlich, dass das Inferno ihm nicht schadete. Nein, es half ihm sogar. Blut für den Höllengott, Essenz für meine Kraft. Ihr beiden werdet die ersten voll Millionen. Alles wird sterben. Die Hölle wird leben, alles werden. Machado musste selber erkennen, in welcher Lage er sich befand. Was auch immer es war, was Kell so ewig in seinem Inneren gehalten hatte. Was auch immer es war, was ihn Tag und Nacht gequält hatte. Es war anscheinend noch mächtiger, als es sich je jemand hätte ausmalen können. Von allem, was hier nun geschah, wirkte es, als wäre es der Teufel selber, welcher nun die Kontrolle ergriffen hatte. Monagoras und er waren nun das Letzte, was zwischen diesem Dämon und der Welt lag. Kell, es tut mir leid, ich habe keine andere Wahl. Aber bitte versprich mir, grüß mir Aurora, ja? Zum ersten Mal schien das Wesen mehr Verstand zu zeigen als nur Zerstörung und Blutdurst. Doch nutzte dies alleine zum Hohn. Ihr Blut besiegelte das Schicksal. Bald werdet ihr jedoch alle mit ihr vereint sein. Du kannst dir selber alles sagen, was du noch sagen möchtest. Der Wind schien stärker zu werden. Der Kampf begann. Es gab nichts mehr zu sagen, nichts mehr zu besprechen. Es gab nur noch eins.
verzehren. Sofort entfloh Mashadow in die Schatten, um nicht mehr vom Inferno-Wind beeinflusst zu werden. Kell, oder was auch immer das nun war, stand einfach still, als würde es dem Duo den ersten Angriff überlassen wollen. Monagoras nutzte diese Gelegenheit bereits, um aus der Ferne Fels zu werfen. Jedoch, trotz des anscheinenden Typenvorteils, prallten die Felsen nicht einmal am goldenen Körper des Teufels ab. Sie zerfielen zu Staub, sofort bei Berührung. Mashadow versuchte es mit einem direkten Hieb. Jedoch schien es, als würde er auf Metall schlagen. Und kein Metall, welches eine Schwäche gegen den Typ Kampf hatte. Langsam drehte das Wesen seinen Kopf zu Mashadow, welcher verwirrt regungslos dastand. Der Wind wurde immer mächtiger. Selbst Monagoras konnte sich nun kaum noch auf den Beinen halten. Ihr legtet euch mit einer Kraft an, welche euer Existenz übersteigt. Und nun brennt im ewigen Fegefeuer. Die roten Augen der Kreatur blitzten rot auf. Monagoras konnte nur zusehen, wie Mashadow wahrlich regungslos wurde, als das grellrote Licht den Schatten zu Stein verwandelte. Sofort umschlossen Flammen den gesamten Körper des Kriegers, welcher zu bloßer Asche zerfiel. Diese Asche verstreute sich im Wind der Flammen und wurde eins mit Kell. Und bevor Monagoras all dies irgendwie verarbeiten konnte, erschwarzte auch seine Welt. Der infernale Wind ließ nach und Kell trat aus der Höhle. Nun alleine. Ich bin frei. Ich bin um zu verzehren. Amagaga, du wirst der Nächste sein. Danach Epsilon. Und danach die Welt. Ein Brüllen erschallte, so laut, dass selbst der Turm in der Stadt zu beben begann. In diesem Moment wussten sie alle, was sie erwartete, war zu viel für die Pokémon dieser Welt. Nur, wenn sich Gut und Böse verbündeten, nur dann gäbe es vielleicht noch einen winzigen Funken der Hoffnung.